Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Reifenwechsel beim Smart. Eigentlich was ganz Einfaches, es gibt aber zwei, drei Sachen zu wissen. Und wenn ihr diese Sachen wissen wollt, dann bleibt dran. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis gleich. So, heute zum Thema Reifenwechsel. Ihr solltet euch, wenn ihr beim smarten Reifenwechsel macht, solch einen Gummi besorgen. Einen mit einem Schlitz in die Mitte, weil der Smart nämlich einen Steg hat, wo dieser Schlitz genau in der Mitte ist, wo man den entsprechend hochheben soll. Deshalb, wenn ihr einen gescheiten Wagenheber habt, nehmt einen Gummi mit Schlitz und dann kann gar nichts schief gehen. So, wie hebt man jetzt den Smart hoch? Und zwar ist es so, dass hier unten Dreiecke sind. Jeweils ein Dreieck vorne und ein Dreieck hinten. Das hintere ist hier. Dreieck hinten, das hintere ist hier. Und genau an diesen Punkten soll man den Smart am Schlitz hochheben. Deswegen platziere ich jetzt den Wagenheber genau da drunter. Machen zu. Und hebe ihn. Ja, kann ich gucken, dass der Gummi auch da drin ist. Na. Hebe ihn hier entsprechend hoch. Handbremse hast du angezogen, André, hoffe ich. Wir werden es sehen. Und schon ist das vordere Rad frei. Suchen wir uns noch die richtige Nuss, die doofe Nuss. Nehme ich hier meinen schönen Lidl-Schlagschrauber. Entsprechend ab. So. So, als nächstes die Narbe sauber machen. Die Auflagefläche entsprechend sauber ist, dann stelle ich den Drehmoment hier auf Anziehen und auf 150 oder weniger Newtonmeter halt, weil ich will es nur im Endeffekt handfest anziehen. Immer über Kreuz anziehen. So, und nur handfest, also nicht mit dem Drehmoment voll anziehen, weil das wäre verkehrt. Dann überdehnt ihr die Schrauben und zieht sie zu fest an. So, und jetzt können wir das eine Rad schon wieder runterlassen und uns ums nächste kümmern. So, gleiche Vorgehensweise hin. Da wo das Dreieck ist, muss der Gummi in den der Schlitz in den Gummi. Ja. Und dann können wir auch schon hochheben. Und wenn es dort steht, können wir entsprechend wieder
aufmachen. So, so stehe ich wieder auf 400, damit ich es auch aufkriege. Sauber machen. Kann natürlich auch eine ganz normale Drahtbürste nehmen, dauert es halt nur länger. Drauf, Loch suchen. Komm, dann hältst du ihn schon mal ein bisschen. 300, 250. Tja, liebe Leute, und an dieser Stelle muss ich euch sagen, dass ich gerade richtig das Kotzen gekriegt habe, weil nämlich die GoPro mal wieder während der Aufnahme einfach die Aufnahme eingestellt hat. Und zwar nicht so, dass man das hätte gleich sehen können, ne? Also hier mit Display aus und Kamera aus und so. Nein, sie hat einfach nicht aufgezeichnet und das Display und alles lief weiter. Tja, mein Kameramann hat es nicht erkannt, aber... Was soll ich machen? Jetzt sitze ich hier am Schneidetisch und muss euch leider sagen, dass ihr euch die anderen zwei Räder bildlich nochmal vorstellen müsst. Aber ich denke mal, worum es bei dem Reifenwechsel oder was beim Reifenwechsel am wichtigsten ist, habe ich euch anhand dieser Seite schon entsprechend gezeigt. Dann geht es jetzt also weiter mit Räder festziehen. Jetzt so schnell mit dem Drehmoment anziehen. Dafür habe ich den Drehmoment laut Bedienungsanleitung auf 105 Newtonmeter eingestellt. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann können wir hier nämlich, bevor es Klick macht, noch etwas anziehen. Also wenn es gleich Klick macht, ohne dass ihr noch eine Viertelumdrehung ziehen könnt, dann habt ihr zu fest angezogen. So, Rad Nummer 1. Immer über Kreuz anziehen, dass es gleichmäßig wird. Nummer 2. Rad Nummer 3. War schon ziemlich lose hier. Und Rad Nummer 4. So, jetzt den Moment noch entspannen. Das Werkzeug wieder aufräumen. Dann war es das mit dem Reifenwechsel. Oder Räderwechsel, besser gesagt. Ja. Jetzt noch eine Info für nach dem Reifenwechsel. Irgendwann wird bei euch die Meldung auftreten, Reifendruckkontrolle, Radsensoren fehlen. Oder eben
dass hier rechts dieses Symbol blinkt und oder stehen bleibt. Das Ganze ist eigentlich keine große Sache. Man muss hier nur mal in die Einstellungen. Und der Reifendruckkontrolle und sagen aktuelle Drücke als neue Richtwerte übernehmen. Ja. Erstattet die Reifendruckkontrolle neu. Und die Fehlermeldung ist weg. Sollte die Fehlermeldung bei euch weiter bestehen bleiben, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass eben die Reifendrucksensoren in euren Sommer oder auf die Reifen, die ihr gewechselt habt, fehlt. In diesem Fall bringt die Einstellung hier natürlich nichts. Da müsst ihr die Reifennummer auseinanderlegen und die entsprechenden Sensoren nachrüsten. Beziehungsweise bei defekten Sensoren wird eher eben die Fehlermeldung auch nicht weggehen. So. Wie immer, ich hoffe, euch hat das Video zum Smart gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen hoch da oder schreibt was in die Kommentare. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt und an Smart-Themen interessiert seid, lasst mir gerne ein Abo da. Und ansonsten bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin.